Hallo ihr Lieben, das Ei, der Beauty Blender. Längst gehört der Beauty Blender weltweit bei allen Star-Visagisten zu den Must-Have-Tools in ihrem Schminkkoffer. Und doch hierzulande kennen ihn schon Millionen von Menschen, besonders junge Frauen. Die waren da wahrscheinlich eher auf Zack als ich. Ich habe immer noch die ganz normalen Schwämmchen benutzt und auch meine speziellen Foundation-Pinsel. Aber dieser stylische Schwamm wurde von Hollywood-Star-Visagistin Rhea N. Silva entwickelt und er ist gedacht zum Auftragen von Foundation, Concealern, Puder und Serien. Besonders schwierige Stellen wie also im Augenbereich und im Nasenbereich, da gibt es noch diesen Beauty Blender Mini. Ich habe jetzt hier den ganz normalen Beauty Blender. Also den Mini gibt es auch noch, den könnt ihr euch auch noch zulegen. Es ist aber nicht nur ein ganz normaler, herkömmlicher Kosmetikschwamm. Beim Verteilen von Make-up-Produkten mit den bloßen Fingern passiert also Folgendes, dass die Hautfette oder Bakterien sich mit unserer Gesichtshaut vermischen und das Ergebnis ein glänzendes, eher glänzendes Finish ist, was wir ja eigentlich nicht wollen. Mit dem Beauty Blender bleiben die Finger und unsere empfindliche Gesichtshaut hygienisch sauber. Deshalb sollte der Beauty Blender auch immer nach jedem Benutzen gereinigt werden. Die Firma speziell bietet einen Cleanser auch an. Also von dieser Beauty Blender Firma gibt es auch einen Cleanser, der aus natürlichen Produkten besteht und mit einer feinen Lavendelnote versehen ist. Aber ich sage euch eins, es reicht auch ein ganz normales Baby-Shampoo. Also einfach ein Baby-Shampoo, diesen Beauty Blender wieder ausspülen. Ich sehe das oft, dass diese Beauty Blender also schon im etwas schmuddeligen Zustand immer wieder zum Einsatz kommen. Und ehrlich gesagt, tut ihr euch damit keinen Gefallen. Also immer wieder, wie die Zähne putzen, immer wieder, jeden Tag, wenn ihr den Beauty Blender benutzt, reinigt ihn auch. Ist eine ganz einfache Geschichte. Wie kommt der Beauty Blender nun zum Einsatz? Also das ist jetzt ein ganz neues, jungfräuliches Produkt. Das öffne ich jetzt. Der Beauty Blender, ich habe jetzt mal hier so ein Schälchen. Der wird ins Wasser gegeben. Automatisch wird er auch ein bisschen größer dann. Also ihr taucht den, ihr könnt ihn auch unter den Wasserhahn halten, ja. Also da wird jetzt mit, dass er sich so vollsaugen kann, seht ihr, er wird schon größer. Ausdrücken. Und dann empfehle ich nicht nur pures Ausdrücken, sondern nehmt einfach ein kleines Handtuch und tropft ihn so ein bisschen, tupft ihn ein bisschen trocken. Also auf jeden Fall darf er nicht mehr tropfen. Das weltbekannte Ei mit seiner 360 Grad, könnt ihr ja sehen, konturenfreien Applikationsfläche ohne Nähte, ermöglicht ein streifenfreies Auftragen eurer Produkte. Und auch das Verblenden, also es ist wirklich wunderbar, es hinterlässt ein ganz, ganz tolles Ergebnis, der liegt toll in der Hand, wir kommen auch an schwierige Stellen super heran und die Oberfläche dieses, das ist, also wirklich, man kann das gar nicht beschreiben, das ist eine sehr weiche, tolle Konsistenz, die Oberfläche passt sich unserer Hautstruktur an und somit können wir wunderbar dieses Make-up oder was auch immer ihr auftragt, Concealer, Puder, Bronzer, können wir wunderbar auftragen und verblenden damit. Ja? Und es passiert also Folgendes, beim Anfeuchten, das ist so eine spezielle offene offene Zellstruktur, verschließen sich die Poren, sodass das Produkt nicht in den Schwamm, nicht ins Innere hineinsickern kann. Sickern ist eigentlich jetzt ein blödes Wort, also nicht hineindringen kann. Und somit erreicht ihr ein maximales Ergebnis mit minimalem Produkteinsatz. So, also ich werde jetzt das mal demonstrieren. Ich habe hier so ein bisschen an so ein kleines Schälchen getan. Das ist wirklich ganz, ganz wenig. Das ist die Ausbeute eines kleinen Probetütchens von Lancôme. Also mehr ist da nicht drin, so ein Probetütchen. Mal sehen, ob ich das alles verbrauche mit diesem Blender. Ich gebe jetzt diesen jungfräulichen, tollen Blender, den tunke ich jetzt hier ein. Seht ihr das? Guck mal, wie wenig ich hier drauf habe. Und jetzt versuche ich das mal. Mein Gott, das ist wirklich der Wahnsinn. Es ist der pure Wahnsinn. Ich werde vielen Frauen hier nichts Neues erzählen. Die kennen das. Ich glaube, man muss da nur einmal eintauchen und das reicht fast fürs ganze Gesicht.
ein bisschen am Rand. Der hat eine hohe Hautverträglichkeit, also auch Frauen mit empfindlicher Haut können dieses Produkt benutzen, weil er frei von Latex und Parfüm und Duftstoffen ist. Es gibt da verschiedene Farben. Ich habe diesen hell rosa, es gibt beige, es gibt pink, es gibt schwarz. Da sieht man natürlich, schwarz ist praktisch für die dunklen Produkte, da sieht man das nicht so, deswegen müsst ihr das trotzdem reinigen. So, ihr kennt das ja auch von Handtaschen, nichts kommt das an das Original heran. Natürlich haben sich sämtliche Kosmetikfirmen auch darauf spezialisiert, einen Beautyblender herzustellen. Und ich schwöre euch, ich habe verschiedene Beautyblender von verschiedenen Marken ausprobiert und sie kommen nicht ansatzweise an diesen Original Beautyblender heran, weil sie sind einfach zu hart, das Produkt lässt sich nicht so gut auftragen. Ich kann nur eins sagen, er kostet zwar 19,95 oder 20 Euro, aber ihr benutzt das Teil jeden Tag. Und ich finde, man sollte diese Investition wirklich einmal tätigen. Dann habt ihr ein tolles Produkt, ihr habt Spaß beim Auftragen und ärgert euch nicht jedes Mal, wenn ihr mit diesem harten Schwamm über euer Gesicht reibt. Also ich kriege kein Geld dafür, ich werbe wirklich aus freien Stücken für dieses tolle Produkt. Ich habe lange gebraucht, um mich damit anzufreunden, weil ich noch von der alten Schule bin und mit Pinseln gearbeitet habe und mit Kosmetikschwämmchen gearbeitet habe. Aber das ist eine tolle Erfindung. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, seid gut zu euch und bis bald. Ciao.